Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Skyrim-Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt bewegen wir uns in Richtung Himmelsrand, denn an diesem Punkt hat das Spiel auch gestern geendet. Und zwar genau an diesem Punkt. Achso, als ich rauskam, war es aber da Nacht, jetzt ist es mal wahlweise Tag. Sprich mit Delphin ist unsere neue Option. Und tagsüber sieht es ja hier auch schon viel netter aus, muss ich sagen. Beschaffe dir deine Ausrüstung. Wobei, ich habe ja eigentlich schon ein ganz klein bisschen meine Ausrüstung wieder an. Footprints würde ich mir wünschen. Fußstapfen, das könnten wir so langsam mal hinzufügen, oder? Wer kommt da oben? Ist es wirklich... Bist du es? Seid ihr es, Lydia? Ich gebe euch Deckung. Ja. Dann mal los. Ich habe AFT nicht installiert. Beim letzten Mal kam sie mir ja direkt irgendwie entgegen, wo ich in dieser, wo ich innerhalb dieser Talmoor-Botschaft war. Wer sich jetzt fragen sollte, in welcher Quest wir sind, das werde ich jetzt einfach immer am Anfang sagen. Wir sind innerhalb der Quest Diplomatische Immunität, die man, ja natürlich, da hattet ihr recht, auch hätte schleichend und vollkommen lautlos erledigen können. Allerdings nicht mit dem Charakter, so wie ich ihn gelevelt habe, denn wir sind ja gerade mal, Moment. Tada! Bam! Wir sind hier gerade mal Stufe 7. Ja, das bedeutet, wir sind hier echt sneaky low unterwegs, weil ich überhaupt keine einzige Nebenaufgabe nebenbei erledigt habe, sondern ich bin ja wirklich nur ganz straight der Hauptquest entlang gelaufen. Ich habe ja maximal mal einen Wolf nebenbei erschossen und ja, das ist natürlich dann nichts, was einen wegrockt. Ja, also nichts, wo man dann so denkt, oh, da, das passt aber toll. So, wollen wir den Rüstungswert steigern oder wollen wir... Zoomen mit hineinnehmen. Ich werde erstmal den Rüstungswert ein bisschen steigern, dass wir generell einfach 20% mehr Rüstungswert haben. Ich spiele jetzt im Moment eine leichte Rüstung. Das kann man hier noch ein bisschen upgraden und dann kommt als nächstes hier passgenau. Ja, das sollte ja dann eigentlich passen. Also generell, natürlich, meine Freunde, wenn ihr an diesem Punkt seid und schon Stufe 15, 25, 35 seid, alles vollkommen legitim. Deshalb, man hat ja auch gerade an der Quest ganz gut... Ja, ich stehe auch. Achso, ich stehe und du bist so groß. Man hat ja auch an der Quest eigentlich ganz schön gemerkt, dass ich mit dem Charakter hier absolut, ja, unterskillt bin. Also wir müssen einfach mal ein bisschen mehr Nebenquest spielen und... Komm, Lydia, jetzt mach den fertig. Dauert immer manchmal. Was soll das? Guck mir nicht so grimmig an. Waffe weg. So geht doch. Meine Güte, da rutscht der Wolf. Ach ja. Also wir müssen auf jeden Fall, oder ich werde auf jeden Fall Nebenquests spielen. Und das werde ich am heutigen Abend im Livestream machen, wenn einer da Bock drauf hat. Ich werde versuchen, ungefähr so um 20 Uhr einzuschalten. Und vielleicht spielen wir dann wirklich bis 24 Uhr durch. Also, keine Ahnung. Also es wird auf jeden Fall ein längerer Livestream werden. Also ich denke mal, mindestens 2 Stunden Spielzeit. Was wir jetzt hier sehen, sind auch schon... verbesserte Schneetexturen, die ich jetzt ehrlich gesagt so okay finde. Das rockt mich jetzt nicht so weg. Ich habe noch ein paar mehr Mods installiert derzeit. Das nimmt so langsam Formen an. Und die großartigste Nachricht, was viele nicht wahrhaben wollten, was mich immer so sehr verwundert hat, weil das wirklich Leute gerade im Livestream immer gesagt haben, so, oder auch in den Kommentaren hier, nein, es wird nie eine EMB geben. Und heute war es dann soweit, dass wirklich auf der offiziellen ENB-Seite eine 0.30 neue Beta für Elder Scrolls Skyrim, die Special Edition, erschienen ist. Also die ENB ist da, eine erste ENB-Version ist halt da. Jetzt muss man halt noch auf gescheite Presets warten, also Leute, die dann dementsprechend das mit der Farbgebung anpassen, dass das irgendwie einen schönen Style kriegt und sowas. Also genauso wie ich das gesagt habe, man braucht halt nur ein bisschen Geduld. Da kommt halt einfach eine Menge Kram. Ich habe dann heute ein bisschen was mit Reshade ausprobiert. Moment, muss man eben gucken. Ich will jetzt ja auch nicht unfreundlich sein. Schönen Gruß an den Robert, der mir da seine Presets geschickt hat, die auf Fotos auch sehr gut aussahen. Und die bei mir aber erstmal, im ersten Moment, ich kann jetzt nicht sagen, wo dann es lag, aber bei mir war das von der Farbgebung her zu blass und das wollte sich auch auf Anhieb nicht fixen lassen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, es ist einfach wichtig,
dass ich im Let's Play weiterkomme. Und daher habe ich das Ganze jetzt erstmal wieder rausgenommen. Ja, also das nur zur Info. Oh. Ein Bandit. Oh. Oh, sagt er. Oh, so geil. Oh. Oh. Da. Oh. Da hat einer auf mich geschossen. Und, was auch auf jeden Fall... Ich nehme mal einen Dolch mit. Was jedenfalls auch auf jeden Fall ein Fehler ist. Ich weiß aber nicht, wovon der kommt. Guck mal jetzt hier. Wenn wir jetzt hier laufen... Das macht er aber nicht immer. Guck mal dahin, wo das Fadenkreuz ist. Seht ihr, da ist so eine dunkle Schattenkante. Genau da, wo das Fadenkreuz ist. Und wenn ich mich jetzt bewege, bewegt sich diese dunkle Schattenkante mit. Als wenn er den Bereich hier vorne dunkler einfärbt. Und den Bereich dahinter weniger dunkel. Das fällt so manchmal auf, wenn man eine gerade Fläche hat und darauf achtet. Wenn ich jetzt hier so normal rumlaufe, sieht man es eigentlich nicht. Ich habe Climates of Tamriel installiert. Das wäre jetzt der einzigste oder der erste Punkt, wo ich mir jetzt vorstellen könnte, dass das daher kommt. Weil was anderes greift jetzt hier eigentlich nicht so derbe in die Beleuchtung ein, dass man der Meinung wäre, hast du halt irgendwas falsch gemacht. Da sieht man es auch ganz schön am Schnee. Also ab und zu fällt es auf. Oder natürlich, jetzt wo ich darauf hingewiesen habe, fällt es natürlich nochmal mehr auf, weil man immer hinguckt. Wenn man nicht darauf hinweist, fällt es eigentlich nicht auf. Ich sage jetzt mal, wenn ich das im nächsten Video nicht mehr sage, dann weiß das schon keiner mehr. Aber vielleicht fällt euch ja der schönere Schnee auf. Der glitzert halt so ein ganz klein bisschen mehr. Muss ich auch sagen, hatte ich mir persönlich ein ganz klein bisschen mehr von versprochen. Also so nach und nach nehmen die Mods halt Züge an. Über die EMBs freue ich mich halt am meisten. Ja, vielleicht versuche ich das auch nochmal mit dem Reshade diese Tage. Der Haken ist halt einfach in dem Moment, wo du innerhalb eines Let's Plays bist, musst du ganz einfach Material liefern. Ja, musst du halt einfach spielen und abliefern. Und wenn da mal irgendwas nicht klappt oder sich das Spiel aufhängt oder irgendwie sowas... dann bist du einfach in Zeitdruck. Ich habe dann heute noch Titanfall 2 aufgenommen für euch, falls da einer von euch auch zuschaut. Und somit war dann meine Zeit, die ich mit Reshade, ENB und Kurs verbringen konnte, ein bisschen geringer. So, jetzt hat es schon mal aufgehört zu schneien. Wollen wir mal kurz warten, bis es wieder Tag ist. Denn Climates of Tamriel wirkt sich ja auch mega auf die Beleuchtung und auf das Wettersystem aus. Das ist ja ein ganz bekanntes Ding, auf das ja, glaube ich, fast niemand verzichtet hat später. Wobei ich das selber eigentlich nie genutzt habe. Also ich hatte da immer Probleme mit, wenn ich das mit den ENBs, die ich gespielt habe, kombiniert habe. Hier sieht man ganz schön so diese Lichtstrahlen und so. Ne? Das ist halt alles nochmal... Und die Wolken und so. Und das ist schon... Ist jetzt schon... Es wird langsam schicker. Sag ich jetzt mal. Es ist noch viel Arbeit. Es ist noch ein sehr langer Weg. Das ist jetzt ein extremes Preset hier, ne? Was ich mir jetzt auch ausgewählt habe. Aber so langsam geht es in die Richtung. Ich weiß auch nicht, sobald die ENBs da sind, wäre ich vielleicht... werde ich vielleicht dieses Climates of Tamriel... Da kann man auch sehen. Das ist natürlich irgendwie ein Fehler. Ich habe halt... Guck mal hier. Ja, das ist ja ein Hit. Ich habe halt auch eine neue Wassermod installiert. Das ist ja mal spannend. Ja, das bleibt tatsächlich so. Climates of Tamriel macht zum Beispiel diese Himmelsfarben und die Wolken und so am Himmel. Es gab ja hinterher auch eine Mod, dass die Wolken sich bewegen. Tun sie in diesem Fall, bewegen die Wolken sich? Ja, die Wolken bewegen sich tatsächlich auch. Die ziehen ganz leicht in diese Richtung hier. Ja, nicht schlecht. So geht es immer weiter. Sind die Felsentexturen drauf? Weiß ich gar nicht, ob ich die installiert habe oder ob ich die wieder runtergeworfen habe. Ich hatte mal ganz kurz diese 4K-Felsen drauf. Andere Texturen für den Boden. Aber das ist eben das, was ich sage. Das, was an Mods derzeit da ist, rockt mich persönlich noch nicht so weg. Ja, also das ist nun bei Weitem nicht so wie das, was wir eigentlich kannten und bei Weitem noch nicht auf dem Punkt, wo es auch wieder hinkommen wird. Wir machen jetzt Folgendes. Wir sind lang genug rumgelaufen. Ich habe lang genug geredet. Es war ein bisschen mentales Entspannen. Ich reiß mal wieder nach Flusswald zurück. Öffne derzeit mal meine History. Oh, was ist das? Warum hat einer ein Schwert gezogen? Und ich kann auch heute irgendwie nicht die Konsole öffnen.
Wird gerade Nacht, ne? Also ich finde, das hier sah jetzt hier gerade schon vom Preset eigentlich ganz gut aus, ohne Reshade und Co. Da bin ich mal echt gespannt, was wir da noch rausholen können. Warum ich die Konsole jetzt gerade wieder nicht aufmachen kann, weiß ich auch nicht. Das hatte ich gestern auch schon mal. Also heute habe ich installiert die, wir wollen Sonne. Ich kann jetzt keine Sonne anfordern. Es bleibt grau in grau heute. Fuckwetter hier. Ich habe heute runtergeladen die Water Special Edition, die erweiterten Blue-Texturen, eine Rüstung für meine Followerin, die ich noch ausprobieren werde. Flora Overall habe ich geladen. Wobei ich davon auch nicht so begeistert bin. Also das sind alles so Sachen, wo ich gedacht habe, so, naja, kann man halt machen. Muss man nicht unbedingt machen. Also. Das ist natürlich jetzt hier auch eine traurige Wetterstimmung, die wir hier haben, ne? So wirklich so grau in grau. Also das wäre jetzt sowas, wo ich sagen würde, so, ach Gott, ja, Hier drin sieht's ordentlich aus, oder? Hier ist die Lichtstimmung gut. Wahrscheinlich ist Delphin unten. Dummerweise... Achso, ich wollte hier auch nicht schlafen, ich wollte die Truhe aufmachen. Wo können wir verkaufen, Wolfspelz? Dummerweise habe ich hier wieder das alte Gesicht verpasst mit den Falten. Glaube ich zumindest. Eben gucken. Zumindest habt ihr es lebend wieder hinausgeschafft. Eure Sachen befinden sich wohlbehalten in meinem Zimmer, wie versprochen. Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Ja, die Talmor wissen nämlich überhaupt nichts über die Scheißdrachen. Wirklich? Das ist schwer zu glauben. Seid ihr sicher? Würde ich das sonst sagen? Ja, ich bin mir sicher. Sie suchen jemanden namens Esbern. Esbern? Er lebt! Ich dachte, die Talmor hätten ihn vor Jahren schon erwischt. Dieser verrückte alte Kerl. Aber es wundert mich nicht, dass die Talmor ihm auf den Fersen sind, wenn sie herauszufinden versuchen, was mit den Drachen los ist. Und was wollen die Talmor dann von Esbern? Ihr meint davon abgesehen, dass sie jede Klinge töten wollen, die sie in die Finger bekommen können. Esbern war einer der Archivare der Klingen, bevor die Talmor uns im Großen Krieg ausradiert haben. Er wusste alles über die alten Drachengeschichten der Klingen. Er war geradezu besessen davon. Damals wollte niemand etwas davon hören. Er war wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. Naja, sie scheinen ihn in Rifton zu vermuten. Rifton also? Sicher unten am Rattenweg. Dorthin würde ich jedenfalls gehen. Ihr macht euch besser auf nach Rifton. Redet mit Brynjolf. Er hat Beziehungen. Das ist zumindest ein guter Ausgangspunkt. Okay, auf zum Rattenweg. Wenn ihr mich schon für paranoid haltet, es ist womöglich nicht ganz leicht, sein Vertrauen zu gewinnen. Fragt ihn einfach, wo er am 30. Eisherbst war. Er wird wissen, was das bedeutet. Okay. Begonnen. Eine Ratte in der Klemme. So, hat sie mir jetzt eigentlich meine Sachen wiedergegeben? Abgeschlossen, beschaffte dir deine Ausrüstung? Ist das alles meins? Ich glaube schon, oder? Auch die Karotte? Nehmen einfach alles mit. Keine Zeit, das jetzt hier alles anzugucken. Alles. Nimm doch alles. Macht er nicht, auch wenn ich auf X drücke. So, komm auf das hier. Das ist alles meine Sachen. Meins, 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 meins. Das hier ist auch nichts. Alchemielabor. Heute wurde mir ganz kurz unter den Kommentaren empfohlen, ich sollte mich doch mal mit Alchemie auseinandersetzen. Und ich habe dann noch gesagt, dass ich das hasse. Und ich habe echt überhaupt keinen Bock, Kräuter zu brauen und so. Wo ich mich auf jeden Fall näher nach und nach mit beschaffen werde, ist der Arkane Verzauberer, weil das ja einfach eine super Sache ist. Das wollte ich aber ganz gerne eigentlich in einem separaten Video machen. Wenn ihr euch aber überhaupt nicht mit Skyrim auskennen solltet. Es gibt innerhalb von Skyrim eigentlich keine echten Tutorials.
Das bedeutet, ihr werdet eigentlich so ins kalte Wasser geworfen und das Einzige, was passieren kann, ist, dass ihr irgendwas anklickt und dass diese Anmerkungen hier kommen. Um einen Gegenstand zu verzaubern, musst du eine Verzauberung kennen und einen gefüllten Seelenstand für die Verzauberung besitzen. In dem verzaubernden Gegenstände entzaubert und damit zerstört werden, blablabla, steht oben auch nochmal genau das Gleiche. Das bedeutet, wir können in Zukunft Ausrüstung von uns verzaubern, also mit ganz einfach mit erweiterten Zaubereffekten belegen. Warum singt jetzt hier eine? Das können wir alles erlegen, aber wir haben noch keinen Zauber, den wir quasi drauf wirken können. Deshalb müssen wir zunächst mal etwas entzaubern. Wir haben ja schon mehrfach jetzt Gegenstände gefunden, die irgendwelche magischen zusätzlichen Fähigkeiten haben. Die Axt von Weißlauf hier macht zum Beispiel einen Blitzschaden und halb so viel Magieschaden. Das hier setzt zum Beispiel jemanden in Brand. Und ich werde jetzt einfach mal den Jagdbogen. Es ist egal, welcher Gegenstand es ist, auch wie viel Schaden es macht, ob das jetzt ein guter, ein teurer Gegenstand ist oder so ist. Also hier zum Beispiel Magiker regeneriert sich 75% schneller. Das können wir zum Beispiel die Kultistenrobe zerstören und es lernen. Und generell, ich würde empfehlen, immer alles zu lernen. Es ist natürlich günstig, das zu lernen von einem billigen Gegenstand, als zum Beispiel jetzt von einem teuren Gegenstand, weil es macht halt eigentlich keinen Unterschied, ob ihr das erlernt von einer 5-Euro-Axt oder von einer 500-Euro-Axt, sag ich jetzt mal so. Mir ist das aber jetzt grundsätzlich erstmal egal. Tada! Du hast die Blitzschadenverzauberung erlernt, indem du diesen Gegenstand zerstört hast. Also Achtung, bevor ihr das selber macht, der Gegenstand ist dann wirklich futsch. Also wenn das euer Lieblingsschwert war und ihr diese Verzauberung davon lernt, entzaubern heißt es ja auch, dann ist das wirklich weg. Das machen wir auch mit dem Jagdbogen, der gut. Das machen wir auch mit einer Kultistenrobe. Haben wir eh zwei von. Verzauberung ist schon gerade eine Stufe verbessert worden. Den behalte ich erstmal. Das habe ich ja eigentlich schon gelernt, ne? Nee. Magiker Regeneration wird verstärkt. Und was war hier noch drauf? Ach, das Zerstörungszauber war das. Die Zerstörungszauber, das könnten wir auch noch erlernen, aber das lasse ich jetzt mal. Das ist das Gleiche. Seht ihr? Können wir zum Beispiel jetzt lieber die Talmarobe für 410 verkaufen oder den Ring. Habe ich auch zweimal, dann kann ich von mir aus auch erlernen. Und dann haben wir immer noch genug Zeug zum Verkaufen. Wir brauchen eine Verzauberung, brauchen wir einen Gegenstand, den wir verzaubern wollen. Wir müssen eine Verzauberung erlernt haben, sehen wir jetzt, haben wir gerade 4 Stück erlernt durch das Zerstören der Gegenstände. Und wir brauchen einen Seelenstein. Umso stärker der Seelenstein, umso stärker ist hinterher die Verzauberung. Verzaubern könnt ihr das so oft, wie ihr wollt. Allerdings wäre es hier notwendig oder cool, wenn ihr eure Lieblingswaffe verzaubern wollt, dass ihr dann wirklich auch einen prächtigen Seelenstein habt und nicht hier eine armselige Seele. Also das ist jetzt wirklich scheiße. Nur um mal zu demonstrieren, wie das geht, wähle ich hier den Stahldolch, der mich im Grunde genommen so oder so nicht interessiert. Also auswählen. Ich wähle eine Verzauberung. Können wir jetzt zum Beispiel einen Feuerschaden wählen. Und wir können auch sehen, ob wir quasi einen höheren Schaden einmalig machen wollen. Oder, also hier das, wie viele Ladungen das haben soll. Oben könnt ihr sehen, Ladungen. Ja, der hat jetzt 104 Aufladungen. Das bedeutet, wir können den 104 Mal benutzen. Dafür gibt es dann jedes Mal einen Schadenspunkt mehr. Oder wir sagen, wir können das Ding nur 8 Mal benutzen. Dafür hat er aber jedes Mal 10 Schadenspunkte mehr. Also das könnt ihr dann frei variieren, wie ihr das möchtet. Wenn ihr eine große Seele nehmt, dann ist das auch nicht hier so scheiße. Also von Werten her. Aber ich nehme das jetzt einfach mal so. So. Dann suchen wir uns jetzt einen Seelenstein aus. Haben wir nur den? Und dann könnt ihr unten sehen, ist das X angegeben. Also bei euch ist dann die Taste angegeben, ob der am PC spielt, PS4 oder wie auch immer. Da funktioniert das überall gleich. Stellen wir das Ding her. Tada! Und schon wurde die Verzauberung verbessert. Umso höher euer Wert an Verzauberung ist, umso besser wird natürlich auch, hinterher werden auch die verzauberten Gegenstände. Wenn man jetzt verzaubern skillt, was ich auch gar nicht so schlecht finde, aber konzentriert euch da zunächst nicht drauf. Aber wenn wir das zum Beispiel jetzt, wenn wir hier einen Punkt investieren, da sind alle Verzauberungen von Waffen hinterher beispielsweise 20% stärker. Oder hier werden dann Feuerzauber 25% stärker.
fertig, blablabla, blablabla, alles, was da so steht. Ihr kennt das ja, das brauche ich jetzt nicht groß erzählen. Es gibt zum Beispiel auch Zaubertränke, die ihr vor dem Verzaubern einnehmen könnt. Es gibt auch Zaubertränke, die könnt ihr vom Schmieden einnehmen und so weiter und so fort. Das ist halt wirklich mega umfangreich. Wer das jetzt schon kannte, hat sich jetzt gerade mega zu Tode gelangweilt. Oder wer das noch nicht kannte, hat wieder was Neues gelernt. Denn wenn ich jetzt auf meine Waffen gehe, habe ich einen Stahldolch, der Funkenschaden macht. Und ihr könnt die Dinge auch eigenständig benennen. Das kann man jetzt auch so ein bisschen sehen. Der leuchtet gerade so ein bisschen. Hier im Roten. Hier im Dunkeln. Und im Schatten kommt man es ein bisschen mehr sehen. Ne? So, der glüht jetzt so ein ganz klein bisschen. Das bedeutet ganz einfach, in dem Moment macht ihr halt einen Feuerschaden. Ihr könnt die Waffen immer einzeln benennen. Also in dem Moment, wo ihr die verzaubert, könnt ihr euch auch aussuchen, wie die Verzauberung heißen soll. So, das ist jetzt auch so ein Ding von Climates of Tamriel. Das ist jetzt zum Beispiel so eine nebelige Stimmung macht. Ich habe das wirklich nicht oft benutzt, deshalb bin ich da jetzt nicht so versiert mit diesem Climates of Tamriel Ding. Aber grundsätzlich macht es halt eine Menge an Beleuchtung und Wetter. Also es gibt halt, ja, jetzt so dieses Nebelgedönse, es gibt halt mehr Regenfälle und sowas. Das, wie gesagt, ist sehr beliebt. Ob man das dann mag, ist natürlich wie immer, wo ist Lydia, ist natürlich wie immer jedem selber überlassen. Lydia werde ich auch jetzt nochmal eine neue Rüstung verpassen. Ich bin direkt hinter euch. Wieso hast du die eigentlich nicht an? Wie kann ich euch dienen, Tane? Hatte ich dir die wieder weggenommen? Ja, ich hatte ihr die wieder weggenommen. Ich hatte ihr beim letzten Mal, hatte ich ihr ja... Habe ich das zweimal? Augenblick. Geben. Aber wir hätten ja auch... Nee, das nehmen wir eher wieder weg. Moment, da müssen wir zu Lydia hochgehen. Mit der Mütze sieht sie total bescheuert aus, oder? Nehmen. So, und jetzt können wir sehen, jetzt haben wir so das Pech, beziehungsweise den Mist. Ich habe jetzt AFT nicht ausgerüstet. In dem Moment, das ist ja eben das, was ich mit AFT erreichen wollte, was ich euch im Mod-Video gezeigt habe. Jetzt haben zum Beispiel ihre alten Schuhe und ihre alten Stulpen bessere Werte als die von der Bosma-Armor und dementsprechend behält sie die auch an. Und deshalb bräuchten wir jetzt eigentlich die AFT-Mod, um Lydia eben zu sagen, ey, jetzt nimmst du mal hier das schuppige Feldzeug weg und legst mal das dämliche Schild beiseite und machst halt mal genau das, was wir wollen. Hatte ich aber innerhalb der Quest jetzt ein bisschen bei dieser Schleichquest Probleme, weil da ist sie einfach aufgetaucht, weil die AFT-Mod gesagt hat, ey, der Chef ist da alleine, also geh da mal bitte hin. Ich habe die falschen Pfeile ausgerüstet, sehe ich gerade. Ich mache heute alles falsch. So. Wollen wir den Bogen auch am Rücken tun? Ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. So. Der dunkle Assassine. Ja, heute eine Folge, wo wir noch gar nicht viel gemacht haben, ich aber viel gelabert habe. Finde ich auch mal gut und wichtig. Wo wir Wasserschwierigkeiten gesehen haben. Lydia, warum kann ich heute die Konsole nicht öffnen und warum kann ich dadurch nicht das Wetter verändern? Das kann eigentlich auch nicht sein. Ob das heute von irgendeiner Mod oder ob das jetzt einfach gerade, ob meine Tastatur nicht richtig angeschlossen ist, das kann auch mal immer sein. Es wird kein schönes Wetter in Flusswald. Flusswald ist prädestiniert anscheinend für graues Scheißwetter. Warum sich das Climates of Tamriel jetzt gerade auch immer ausgedacht haben mag. Ne, und die Konsole? Hört ihr mich tippen im Hintergrund? Geh nicht auf. Leck mich doch. Die Frage wäre, meine Freunde, die echte und absolute Frage wäre momentan, was mag man spielen, dass wir ein bisschen aufleveln? Nebenquestmäßig, Drachenblut fällt natürlich vollkommen aus. Begib dich zur Akademie von Winterfeste, können wir machen. Kehre zu Klimek zurück. Was war denn das eigentlich für ein Auftrag? Spreche mit dem Anführer der Gefährten. Gefährten ist aber auch sehr... wow. Wir können uns dem Aufstand der Sturmmäntel zum Beispiel anschließen. Also die Gefährten, da könnten wir halt den Anfang machen, aber kommen wir auch nicht lange zurecht. Ayela ist dafür ganz cool, wie ich finde. Kehre zu Klimek zurück. Wozu gehört das denn nochmal? Wo wird denn das jetzt angezeigt, bitte, auf der Karte? Hä? Bin ich jetzt blind? Äh,
Hallo und herzlich willkommen, ich bin blind. Ach, eine Ratte in der Klemme. Ach so. Ja, nee. Das wollten wir nicht. Warum setzt er mir denn heute keinen Pfeil? Ist er irgendwie bescheuert? Die Winterfeste ist doch die Akademie. Ich weiß auch nicht, was er will. Ob das mit den Mods hier schon so richtig funktioniert, du? Das weiß ich auch nicht so genau. Gucken, ob er das jetzt macht. Er setzt halt keinen Pfeil, ne? Das ist mein Standort, ne? Also, weil das wäre zum Beispiel jetzt hier in Weißlauf. Ich möchte gerne ein paar Nebenquests machen, aber ich glaube pauschal, dass Gefährten sich ein bisschen besser später anreihen. Das bedeutet, wir werden einfach eine Reise machen zur Akademie von Winterfeste. Das ist hier oben. Da wollen wir hin. Das ist ein weiter Weg. Das weiß ich auch. Da könnten wir starten von... Haben wir noch nicht entdeckt. Da könnten wir eigentlich nur starten von Windhelm. Ach, habe ich auch noch nicht entdeckt. Meine Güte, was ist denn da los? Da waren wir schon 100 Mal im Livestream. Dann reisen wir mal zu den Stellen rüber, weil vorbeigekommen sind wir ja da auf jeden Fall schon. Vielleicht sollten wir einmal kurz da durchlaufen, dass wir das auch erkannt haben. Ach, guck mal, das ist doch jetzt aber eine ganz hübsche Beleuchtung von Climates of Tamriel, oder? Wollen wir einmal reingehen? Dann müsst ihr jetzt gleich sofort erkennen und sagen, hier, hast du entdeckt? Es ist kein Geheimnis, dass der Aretino-Junge irgendein Ritual abhält. Ach, der Aretino-Junge. Erzählt mir mehr. Ich vielleicht? Ich habe damit nichts zu schaffen. Sprich mit Aventus Arentino. Das können wir auch machen, oder? Das ist eigentlich noch geiler. Drache? Ach du Scheiße. Ich habe noch keine neuen Drachentexturen heruntergeladen, obwohl die alten, die ich glaube ich verwendet habe, mittlerweile da sind. Ich glaube aber noch nicht in 4K. Ah, guck mal hier, erweitertes Lensflare. Findet ihr das gut? Ich stehe auf sowas. Ich glaube, der Drache zieht nur seine Kreise, greift eh nicht an, weil wir hier an so einem ungünstigen Punkt stehen. Tür ist im Übrigen auf wegen Open Cities. Ja. Windhelm entdeckt. Esst uns alles weg. Verpestet unsere Stadt mit eurem Gestank und weigert euch, das haben wir im Livestream gemacht, ne? Aber wir haben uns auf keine Seite geschlagen, weil es nicht unser Kampf ist. Hey, vielleicht helfen diese Grau heute nicht beim Krieg mit, weil sie kaiserliche Spione sind. Kaiserliche Spione? So, meine Freunde, ich weiß, das war jetzt heute ein Stream ohne viel Inhalt, oder? Beziehungsweise so... Nee, ich muss jetzt gestehen, mir hat das trotzdem genauso Spaß gemacht. Ich finde, es muss nicht in jeder, also gerade bei Skyrim muss ja jetzt auch nicht in jeder Folge hier so, mega irgendwie die Post und die Luzi abgehen, sondern, das kann sich ja auch mal so gestalten, wie es sich jetzt gestaltet. Meine ich. Was ich finde, gerade so bei der Beleuchtung. Wollt ihr uns tyrannisieren und vertreiben? Nein, ich hasse euer Volk nicht, das haben wir letztens schon im Livestream gesehen. Dann seid ihr in der falschen Stadt. In Windhelm herrschen Vorurteile und beschränktes Denken. Eine solche Stadt ist eurer nicht wert. Sah aus, als hätten euch diese Nord behelligt. Das ist nichts Neues. Den meisten Nord in Windhelm sind wir egal. Aber Rolf ist bei weitem der Schlimmste. Er betrinkt sich und läuft durch den grauen Bezirk, während er uns am frühen Morgen mit Beleidigungen überzieht. Wirklich charmant. Ja, sehr charmant. Aber warum sollte man euch für einen Spion halten? Manche Nord suchen nach allen nur erdenklichen Gründen, um uns verachten zu können. Und sie hassen nicht nur die Dunkelelfen. Auch die Argonier haben sie im Visier. Eigentlich ist für sie jeder Nicht-Nord freiwillig. Okay, danke schön. Pass ich.
So, was ich jetzt momentan finde, wo ich immer so ein bisschen so ein Problem mit habe, ich finde, mein Charakter ist eigentlich relativ häufig relativ dunkel. Ah, jetzt kommt wieder so ein Schatten mit rein, ne? Aber so, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier unten stehe, dann finde ich, ist mein Charakter innerhalb dieses Szenarios zu schwarz. Also es sieht ganz schön aus, dass das eine so ausgebleicht ist, aber es ist eigentlich zu schwarz. Also, je nachdem, wo man steht. Wenn wir jetzt hier in Schatten treten, dann passt sich auch die Umgebung ein bisschen dunkler an. Ich finde so jetzt, hier zum Beispiel, verschmilzt er jetzt komplett mit der Umgebung. Ne? Also das ist zum Beispiel ein ganz schöner Look. Und das ist immer so ein bisschen abwechselnd. Das habe ich aber von Anfang an immer gedacht bei der Special Edition. Auch noch, als sie komplett nicht gemoddet war. Ich gehöre zur Besatzung der Nordwind. Wir ankern gerade eine Weile. Was haltet ihr hier davon, von Climates of Tamriel? Dass jetzt hier schon so ein bisschen Stimmung und Beleuchtung ändert. Gefällt euch das? Ich finde es eigentlich bis dato ganz schön. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Heute hat wieder niemand Hallo Sophie. Blumen gekauft. Ich kaufe Blumen. Mir ist so kalt. Dir ist so kalt, Sophie. Ja, ich weiß, wir sollen dich adoptieren, aber ich würde lieber Blumen kaufen, wenn es geht. Wo ist denn nochmal dieses dämliche Haus von dem? Es war doch hier irgendwo. Ich glaube, das ist das Haus da oben, oder? So, meine Freunde, und das wird dann wirklich eine schöne Quest werden, die wir beginnen. Eventuell spiele ich die im Livestream, das muss ich mir mal überlegen. Falls ihr Bock drauf habt, auf jeden Fall schaltet den Livestream rein. Ich bin Freitagabend hier auf YouTube online. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Bis zum nächsten Mal und haut rein.